Hola und willkommen zurück, meine Muchachas y Muchachos, bei Guacamole. Hey, langsam, warte mal. Willst du in den Tempel gehen? Ich war gerade dort und glaub mir, das willst du dir ersparen. Kreaturen sind aus dem Nichts aufgetaucht und ich schwöre, ich konnte kurz die Welt der Toten sehen. Ich habe gerade so überlebt. Außerdem hat sich der Tempel verschlossen, als ich ihn verließ. Ich weiß also nicht, wie du überhaupt hineingelangen willst. Ja, ich glaube, ich weiß schon noch, wie das geht. Wir haben da ja dieses hübsche kleine Teleportationsding. Oh nein, das habe ich gehasst. Mit Totenwelt und normaler Welt und all so ein Stiss. Ah! Oh, verdammt, nicht ganz getroffen. Dungeon Skills! Oh Gott. Ist halt blöd, wenn der Typ sich nicht umdreht, ne? Typ meine ich natürlich Juan. Wie konnte ich ihn so einen Typ nennen? Das ist ja absoluter Quatsch. Der Regentempel ist ein relativ langer Abschnitt, wenn ich mich richtig erinnere. Meine Güte! Wer kommt denn da? Ist das der mächtige Luchador, von dem Javier sprach? Der Oik? Anscheinend hat er mir das Beste verschwiegen. Ah, Luchador, mach dich mal locker. Ich vermute, du suchst nach Calaca? Er ist mit Flammengesicht und dem Mädchen abgehauen, um seine Zeremonie vorzubereiten. Vielleicht könntest du ja etwas Spaß mit mir haben, anstatt sie zu verfolgen. Ihre Haare, ne? Bam! Sollte das jetzt witzig sein? Keine Wirkung. Wenn wir uns wiedersehen, hast du vielleicht meine Aufmerksamkeit verdient. Aber jetzt ruft Calacas Haustier, der Alebrije, nach mir. Er ist einsam und braucht ein paar wirklich heftige Streicheleinheiten. Alles klar. Diese Doppeldeutigkeiten. Aluxes, wir haben einen Gast. Bitte mach es ihm bequem. Who the fuck is Aluxes? Oh nein. Kleine Mongo-Viecher, die schnell sind. Und seltsame Angriffe drauf haben. Da stehe ich ja drauf. Man braucht Teaming. Wow. Oder man klopft einfach nur wie so ein Geisteskranker auf die Viecher drauf. Das geht auch. Boah. Geht einfach sterben. Bumm. Damit ihr auch ein bisschen was seht an Show. Der letzte Hühnerhacken. Wumm. Und es ist wieder Tag. Es gibt nichts Geileres als diesen Soundtrack, ne? Dodging! Nein! Oh. Oh! Und auch diesen Minimalst-Lag, ne? Der nervt wie Hölle. Gehen vielleicht erstmal nach rechts, um zu gucken, ob da irgendwas Optionales ist. Eine Kiste. Seht ihr das? Nee. Okay. Das bringt ja nun mal so gar nichts. Ja, ich fürchte fast, das können wir noch nicht machen. Nee. Das lassen wir mal. Gut. Ja, ja. Erstmal nur hoch. Ja, man sieht halt auch einfach schon, es sind viele Sachen hier, die wir noch nicht machen können. Oder, für die wir zu doof sind. All sowas, ganz bunt gemischt. Ich glaube, jetzt sind wir ganz normal weitergegangen. Oh, Juan, geh mir nicht auf den Sack. Ja, das sieht eher optional aus. Also gehen wir mal hier lang. Alebrije! Oi, muchacho. Hui, da ist einer wohl wach geworden dadurch. Nee, doch nicht. Nur halb. Das andere jetzt doch optional.
kannst du mir nicht erzählen, ey. Oh. Komm her. Ich hab vergessen, wie man ihn attackiert. Ach nee, so. Sure. Alles gut. Oh nein. So attackiert man sie nämlich. In einer anderen Dimension. Welt. Was auch immer. Wow, das war easy. Kaum der Mühe wert, sozusagen. Oh. Einfach mal direkt attackieren. Ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Alles richtig gemacht. Ah, scheiße. Was habt ihr diese Kombination gesehen, die ich damit Juan gerissen habe? Also eigentlich hat sie eher Juan gerissen. Ich habe sie nur exekutiert. Komm. Hm. Okay. Erstmal nur runter. Oh. Alebrie. Witzig! Dem Mutigen winkt das Glück. An diese Stelle konnte ich mich so gar nicht erinnern, aber ich muss sie ja gemacht haben. Hier ist unser Ziegen-Sensei. Voilà. Heilige Guacamole! Kumpel, warum hast du meinen Shuzo-Statuen-Ast kaputt gemacht? Das war mein Ast, Mann! Wenn du das nächste Mal eine neue Kraft suchst, dann frag einfach, Mann. In Ordnung. Zeit, dir den neuen Move beizubringen, den du gerade von dieser Statue erhalten hast. Ich nenne ihn den Ziegensprung. Ganz einfach, drücke A, wenn du eine Wand triffst, um den Ziegensprung auszuführen. Meine Freunde meinten, ich sollte diesen süßen Move den Wandsprung nennen. Das hat sich jedoch nicht zickig genug angehört. Ich liebe diese mexikanische Musik. Weil das Coole ist, wir können sogar an einer Wand stehen. Weil wir Juan sind! Ein mächtiger Luchador! Alebrije, halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Okay. Da lauerte der Tod. Also gehen wir da jetzt nicht entlang. Ey, Mann! Wenn du dich an einer Wand nicht bewegst, drück in ihre Richtung, um dich festzuhalten. Hui! Oh Gott, ja! SF, Alter. Ach so, ja. Ah, so ging das. Oh Gott! Ah, Ficker! So. Ha, geht doch. Das sind belastend manchmal. Diese Steuerung. Du musst halt echt entgegen die Richtung drücken und bla. Ach, du weißt schon. Okay. Ja, wie gut, dass wir hier noch nicht hingelaufen sind. Das wäre ein Weg gewesen, der total umsonst gewesen wäre. Komm! Halt dein Maul! Alter! Sonst geht's dir gut, ja? Denkst du nur, weil du eine andere Farbe trägst, bist du geiler oder was? Keiner ist geiler als Skylar! Beste Band aus South Park. Okay. Ah ja. Ich habe ja keinen Doppelsprung, ey. Das wundert mich so. Fuck! Ja, jetzt müssen wir auch noch warten. So. Manchmal muss man auch einfach mal gar keinen von den Dingern triggern, wie man gerade sehen konnte. Das heißt, ich wieder nicht, wo ist optional, wo ist nicht optional. Hm.
Okay, hier ist so viel. Ach, du Scheiße. Okay, wir müssen sie einfach nur in den Tod schubsen. Ist auch mal sehr witzig. Wow, der eine hätte uns noch fast erwischt. Ich sollte mal wieder nach Sachen gucken. Wow. Okay, war klar. Na, die Kisten gehen davon leider nicht kaputt. Wir haben more life. Die Horathon, guckt es euch an. Also das ist jetzt prozentual sogar relativ viel, was wir dazu bekommen haben, finde ich. Bescheidener kleiner Luchador. Bom, bom, bom. Der Typ halt auch immer in der Luft stehen kann, ne? Es ist so Gangster. What the fuck? Ach ja, Gegnern ausweichen. Ach ja. Das sind jetzt mal solche und solche. Absolut zum Kosten. Aber nichts, was einen Luchador aus der Fasson bringen würde. Okay. Der ist ein bisschen größer. Aber er ist auch ein bisschen dumm, weil er nicht da attackiert, wo wir stehen. Easy peasy. Gar kein Problem für uns. Ah. Guck mal, gleich zwei in diesem großen Tempel. Kumpel, im Ernst, hör auf, mein Zeug kaputt zu machen. Das ist so gut. Im Ernst. Egal, Zeit dir Olmecs Headbutt beizubringen. Es ist ganz einfach, drücke B, während du stillstehst, um diesen Esqueletus in den Himmel zu jagen. Ehrlich, hör auf, meine Sache kaputt zu machen. Das ist auch echt unhöflich. Jetzt ab mit dir, bevor ich deine Mutter finde. Alter! So, Headbutt. Ich glaube, für diese Folge habe ich genug gespielt. Ich habe aber super Bock, das heißt, ich nehme gleich weiter auf. Danke für dieses Mal, wie immer, fürs Zusehen. Freue mich sehr. Bis dahin. Ciao!